Sushi muss irgendwo in diesem Gebäude sein. Ihr wimmelt bestimmt von den Pendejos, die sie entführt haben. Augen und Ohren auf, okay? Da fällt mir ein, ich hab da was für dich. Militech Trainingssplitter, falls du Nachhilfe im Fressepolieren brauchst. Lust auf ein paar VR-Zielübungen? Klar, kann nicht schaden. Beginnen wir mit einfachem Kampftraining. Dieser Durchgang wird zur späteren Beurteilung aufgezeichnet. Dieser Kurs wurde dafür geschaffen, die grundlegenden Kampffähigkeiten zu stärken und ihre Reflexe zu verbessern. Die Fähigkeiten, die Sie hier erlangen, werden Ihnen helfen, auf dem Schlachtfeld zu überleben. Ich werde Sie im Umgang mit Feuerwaffen, dem Einsatz von Tarntaktiken und dem Hacken feindlicher Netzwerke instruieren. Denn bei Militech haben wir... Denn bei Militech haben wir nichts drauf. Außer natürlich hirntote Chromtrottel zu züchten. Und jetzt, Station 1, du Made! Los, los, los! Ich hoffe, du bist... Gut. Ach ja, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier von meinerseits. Versuchen wir das Programm mit den taktischen Zielübungen, okay? Zum Aufwärmen. Ich wusste, damit würdest du keine Probleme haben. Machen wir es ein bisschen interessanter, okay? Nicht übel, aber es ist realistischer, wenn das Ziel sich wehrt. Steh nicht rum, geh in Deckung. Wie gehe ich denn? Ja. Du wurdest verletzt. Mit dem Reanimator heilst du dich. Geh zum Trainingsbereich, wenn du soweit bist. Diesmal hat er seine Chums dabei. Du weißt, was zu tun ist, B. Super Arbeit, Vi. Stell dich auf die Plattform, dann geht's weiter. Geht das schon mal ganz flott? Als nächstes steht Hacken auf dem Menü. Dann hacken wir mal.
In diesem Trainingsmodul lernen Sie heute, wie Sie hektisch in den Bildschirm, um die Wache abzulenken. Vor Substanz. Gut. Jetzt schalte ihn leise aus. Okay, er gehört dir. Schalt ihn aus. Es ist nie klug, Spuren deiner Arbeit zu hinterlassen. Besonders die von der Totensorte. Heb die Leiche hoch und versteck sie irgendwo. Achso. Okay. Jetzt erledige ihn in einer flüssigen Bewegung. Bist du bereit, ein paar Typen in Echtzeit zu hacken? Viel Spaß. Jetzt zünde die Granate. Einfach Hirn ausschalten und Befehle befolgen, wie ein guter Militech-Wachhund. Das nächste. Ich habe hier weitere Module, wenn du noch etwas trainieren willst. Oder du hörst jetzt auf. Aber denk dran, auf der Straße gibt's keine Tipps und zweite Chancen. Nö, wir machen noch alles durch, ne? Denn schon, wir machen alles durch. Dann haben wir es hinter uns. Okay, zuerst widmen wir uns deinem Schleichtalent. Entdeckung, schnell! Nice, nice. Jetzt geh langsam Richtung Ausgang, ohne entdeckt zu werden. Hier
Hier geht's um Tarnung, wie. Schon meine Ninja-BD erlebt? Genau so. Weiter zum nächsten Bereich. Jetzt nochmal dasselbe, aber mit Kamera. Du bist kein Militech-Rekrut mit Brei im Hirn. Beweg dich! Hast du gut gemacht. Stell dich auf die Plattform. So. So. So kommen wir raus. Dann sind wir dort. Fortgeschrittener Kampf, cool. Zeit für ein wenig schmutzigen Kuschelkampf. Schalt ihn aus. Aber Vorsicht, der sieht fies aus. Ja. Okay, das reicht. Suchen wir einen, der eher in deine Gewichtsklasse passt. Schrauben wir die Schwierigkeit von leicht auf normal hoch. Der nächste Trottel kann blocken. Jetzt ein bisschen langweilig. Du sollst nur blocken, nicht zuschlagen. Oh.
Ja, greif ihn doch mal an. Der Trottel kommt jedes Mal, wenn er zuschlägt, aus dem Gleichgewicht. Nutzt das, um einen Konter zu landen. Arschloch, du. Ich mag irgendwie, wie das klingt. Jetzt weich ihm aus wie. Ich will, dass seine Faust nur Luft trifft. Du hast den Pfad des Trottels gemeistert, junger Novize. Ich kann dir nichts mehr beibringen. Zeit für deine letzte Prüfung. Weiter geht's mit Nahkampfwaffen. Nimm dir ein Schwert. Mir, was du gelernt hast. Du machst das echt ziemlich gut. Danke. Stell dich auf die Plattform. Viel Glück, Weg. Dann würde ich mal sagen, Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt. Das war's mit der zweiten Folge. Heute noch ein bisschen Tutorial, aber das schadet nicht, jetzt haben wir alles zusammen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao mit V. Tschüss zusammen.